ganz aus, als ob wir einen gemeinsamen Fall hätten, Frau Kollegin, was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja, oder? Ach du Scheiße. So groß habe ich sie gar nicht in Erinnerung. Refisch. So, wir haben den Namen des Täters. Kurt Lehrmann aus Leipzig. War Ihr Mann schon mal in Leipzig? In Ostdeutschland, ja. Das heißt jetzt wieder Deutschland. Kurt Lehrmann wurde Ende 89 in Leipzig wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 12 Jahren verurteilt. Was wollen Sie von mir? Wann haben Sie Kurt Lehrmann kennengelernt? Wer ist das? Wir haben einen Täter, aber kein Motiv. Der vierte Mann ist ein Phantom, ohne Gesicht und ohne Namen. Sie meinen, es geht um die rote Fini, um die verschwundenen DDR-Millionen? 500 Millionen. Woher wissen Sie das? Es gibt Akten. Warum sind Sie hinter diesen Männern her? Was ist damals passiert? Auf Wien und seine Indianer. Nein, wir wissen nicht, ob er noch in Wien ist. Schnell! Ich kenne so einen Namen nicht. Wir brauchen ganz dringend einen